Donnerwetter. Ja, hier die zweite Donnerstagsausgabe. Also die Folge wird jetzt donnerstags veröffentlicht. Also nicht nur donnerstags die gleiche, sondern jetzt wieder eine Donnerstagsfolge. Mal gucken, ob ich das so beibehalte und wie es euch gefällt. Ja, in der letzten Folge, ja, da habe ich jetzt hier versucht, gegen die Sumpf-Orks, so habe ich sie genannt in der Folge, mal irgendwie zu bekämpfen, aber das ist bis jetzt noch ein sehr, sehr blödes Unterfangen, sehr schwieriges Unterfangen. Und gucken wir doch nochmal auf der Karte. Also auf der Karte gucken wir mal, unter mir ist noch ein Portal, da werde ich mich jetzt drauf beamen, also dahin fetzen. Dann lande ich dann bei den 5 Portalen und möchte ganz gerne nach links unten. Da ist nämlich noch eine Stelle, die habe ich noch gar nicht ausgegraben, weil ich da nicht rübergekommen bin. Und jetzt fetzen wir mal zu dem Portal. Jetzt habe ich wieder die Richtung. Bin ich denn hier ungefähr hier in der Richtung war das, ne? War da die? Ja, genau drauf. Genau hier ist es. So, es müsste dann hier sein, auf der Seite. Hoffe ich doch. So, hier sitzt meine Kamera. Ja, da ist er. So, ein bisschen näher ran. Och, ja, Blauflieder. Busch. Okay. So. Jetzt haben wir uns. Ja, jetzt muss er wieder ein bisschen einrendern. Ist klar. Neue Welt. Ja, wie hieß denn das jetzt? Das ist ja der Sumpf. Die ist noch nicht. Zum Tempelportal. Nein, das ist es nicht. Zum Canyon. Das ist es, glaube ich, ne? Ja. Ja, das könnte es sein. Oder auch nicht. Wo bin ich hin? Ach, da oben! Das war jetzt nicht richtig. Ich muss nach unten. Zum Tempelportal. Ist es das? Ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Zum Canyon? Zum Tal. Es war einmal das Tal. Exaktement dahin. Sorry, dass ich die Karte immer wieder benutzen muss, aber ich muss mich 90 Grad drehen und hier runter verzennen. Dann gehen wir auf die Brücke und gucken uns hier ein paar Lücken an, die wir vergessen haben zu schließen. Beziehungsweise die Blauflieders. Und ach, hier ist noch eine Waffe eines Orkschen. Ja. So, bin ich denn immer noch auf der richtigen Richtung? Mein Gott, ich muss dann rechts runter. Ja. Boah, das war vielleicht eine Nacht, Leute. Also letzte Nacht bei mir. Die war ein bisschen aufreibend. Und deswegen habe ich mich heute nicht geschminkt. Nein, das tue ich auch nie. Okay, also es geht nämlich darum, dass ich... war das hier? Muss ich nochmal gucken. Hier hat man noch Blauflieder. Wieso wird hier dauernd neuer Blauflieder gespawnt? Es verwirrt mich. Dann denke ich immer, dass ich da noch nie war. Aber zum Glück war ich hier. Es geht nämlich hier um Folgendes. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Und laut eines aufmerksamen Zuschauers müsste ich per Verwandlungsspruch dahin. Jetzt frage ich mich, welcher Verwandlungsspruch da sein soll. Welcher soll das sein? Ich habe, glaube ich, noch einen Blutfliegenspruch im Inventar. Aber als Blutfliege würde ich sozusagen hier runterfallen und käme nicht rüber. Das ist die große Frage. Wird mal hier abspeichern. Ja. Also, einen Blutfliegenspruch habe ich. Wie schon gesagt, von hier unten könnte ich es nicht schaffen, also müsste ich auf diesen Vorsprung hier hoch. Dann könnte es klappen. Und schauen wir mal, ob das klappt. Und zwar am besten da, wo die andere Seite der Brücke ist. Ach, man kann es ja schlecht erkennen. Ja, da ist er. Da ist die Brücke. Genau, dann werden wir da mal
versuchen runterzufliegen. So, eins, zwei und... Geschafft! Wie klasse! Wow, so, jetzt sind wir endlich auf der anderen Seite. Ja, das ist logisch, ne? Das kriegen wir hin. Magische Pfeile haben wir wieder. Jo, magische Pfeile. Liegt da wieder ein Fokus? Nein, das ist ein Mana-Trank. Mana-Elixier. Elixier. Ne? Elex, jetzt habe ich ein Wort genutzt. Beziehungsweise ein Spiel. Falls ihr fragen wollt, ob ich Elex gespielt habe oder mir angeguckt habe. Nein, ich habe es nicht gespielt. Ich werde es auch nicht spielen. Dafür bin ich viel zu oldschool. Magische Pfeile wieder und Kohle, Aquamarin und Steintafel. Ne. Wow. Jetzt grasen wir mal weiter erstmal die Umgebung ab. Oh, ein Schneebeckraut. Was ist hier hinter? Was verbirgt sich hier? Nichts Großartiges. Okay. Aber hier ist noch was. Noch ein Schneebeckraut. Keine Tierchen hier. Keine Snapper. Aber die haben auch hier kaum Freiheit. Ist gut jetzt. Holland, bück dich nicht so oft. Mitten an der Wand. Wir brauchen doch nochmal hier. Oh, eieieiei, hier ein kleiner Garten angelegt worden mit Weidenbeeren. Auch schön. Ja, haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt oder haben wir es jetzt nicht? Das ist die große Frage. Was macht er denn hier für eine Rolle rückwärts? Ja, ja. Die Truhe hatten wir, ne? Oder? Oh, lauter Laberei. Ne, die hatten wir noch nicht. Die muss ich knacken. Okay, versuche ich es mal aus dem Kopf. Okay, ich schreibe wieder auf. Oh, was eine lange Kombo, Leute. Okay. Ja. Und was haben wir alles drinne? Gold. Rubinklinge. Oh. Schön. Dann sammeln wir das mal alles ein. Rubinklinge. Ich muss mal gucken, ob irgendwas besser ist als meine Katana. Nö, ist nix. Speichern. Tja, dann haben wir das auch. Und nur noch das Kreuzchen hier. Gucken, was wir haben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Reine Lebensenergie. Alter Steintafel und das war's. Reine Lebensenergie, ist das wieder so ein Spruch? Nee, ist es nicht. Ja, okay. Dann können wir wieder... Oh. Ja, dann können wir wieder rüber. Da muss ich mal gucken, ob wir hier irgendwo heraufklettern können. Obwohl das, ja, hier war ich ja schon. Obwohl das sieht schlecht aus. Ha. Wirkt sich hier noch irgendwas? Ich sehe nichts. Bestimmt noch eine Ecke, die ich vergessen habe. Mal hier, denke ich mal. Ja, da ist was. Da ist was. Gibt es noch mehr? Hallo? Nein, gibt es nicht. Ja, ich glaube, ich werde es riskieren und mal, aua, rüberjumpen. Weil da die abgebrochene Brücke doch ein bisschen kürzer ist. Also drück mir die Daumen, dass ich das schaffe. Und Anlauf nehmen. Und jump. Ah, es klappt. Wow. Ja, Jump and Run hier. Jump and Run Spiele waren nie so mein Ding. Ja, ist doch herrlich. Dann speichern wir wieder ab. Und dann begeben wir uns wieder zurück. Natürlich an die 5 Plattformen. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Zurück zum Sumpf. Das
mein jüngster Fix. Jetzt sind wir wieder hier. Also, wieder zurück zu diesen gefährlichen, doofen Orks. Obwohl, das mag ich jetzt nicht. Jetzt, dass ich das jetzt machen muss. Nee, will ich nicht. Weil da hinten gibt es nämlich noch so ein Tempelportal. Ne, Tempel und ein Portal, denke ich mal, ne? Da muss der hinten da. Ja, genau, richtig. Da gucken wir direkt drauf zu. Istomat. Mhm. Das ist die andere Seite des Felsens. Ich speichere mal ab, lieber. Ja, wenn wir uns da jetzt ranschleichen, gucken wir erstmal, ob wir hier behindert werden, was die Höhe des Wassers angeht. Nee, werden wir nicht behindert. Ja, das ist, die sind so gut positioniert, die müssen mich angreifen. Schade, dass es keinen Unsichtbarkeitsspruch gibt. Also einer, der unsichtbar macht. So, aber Moment mal. Alle mit dem Arsch gucken. Kann das sein, dass die dann, dass ich mich hier vorbeischleichen kann? Der guckt ja komisch. Unkraut brauche ich. Alter, guckt euch das an. Der guckt mich an, aber er sieht nichts. Blindfisch, brauchst du eine Brille, wie ich? Ich glaube, das wird nichts. Weil ich an denen vorbei bin, dann rasten sie aus. Wusste ich's. Raus aus dem Schleichmodus. War zu erwarten. Das war sowas von zu erwarten. Wie viel sind's? Sind mal wieder drei. Ich versuche die drei jetzt irgendwie immer so vereinzelt. Okay. Immer einen Schlag geben. Bisschen verwirren, bisschen umherlaufen. Ich habe keine guten Sprüche mehr. Das ist dull. Oh, nicht anhalten. Oh, ich bin jetzt sehr verletzt. Sowas kloppt es aber auch. Die kommen weiter. Aber dafür sind es nur noch zwei. Ergo. Uchecha. Oh, was eine Flucht. Flucht ins Nirvana. Ja, ja. Irgendwie mal zusehen, dass ich was zu trinken kriege. Das ist mir alles zu lang. Und einen Hotkey habe ich nicht dafür. Scheiße. Ja, das wird nichts werden, wenn ich hier hochkomme, dann kommen die auch hoch. Ja, shit. Yep. Andere Strategie. Okay. Werden sie auf mich aufmerksam? Dann werde ich auch mal wieder hier Land gewinnen. Okay, oh, guck mal. Das ist nur einer. Okay, einen haben wir erledigt aus der Gruppe. Das ist vielleicht eine Ausbeute. Okay, speichern. Da hinten ist noch einer. Der kommt nicht vorwärts. Kommt nicht vorwärts. Jetzt kommt er vorwärts. Au! Shit! Dieser Ring. So. Ah, wir haben einen Querschläger gemacht. Aber hat mich nicht getroffen. Ja. Kleinvieh macht auch Unkraut. Nein. Ich bin ja mit meinen Sprüchen blöd. Wieder mal speichern. Nee, das habe ich absichtlich so gesagt. Sage grundsätzlich meistens oder mache grundsätzlich eigentlich das, was andere nicht erwarten.
Oh, hier gibt es noch ein paar Früchte. Hier noch ein Fruchtfleisch. Nein, ein Heilkraut. Bei den Beeren. Ja, da können wir eigentlich wieder gucken, ob wir die nächsten rauslösen können. War ich hier noch nicht oder was? Oder wie? Aber so, da sind jetzt drei. Ja, richtig, der Ring. Der Ring. Der Ring. Wo ist er? Ja, die sind immer nebeneinander. Okay, jetzt aber. Erstmal gucken. Erstmal mit kleinen Feuersturm bewaffnen. Ork-Stammeskrieger. Los, kommt. Ja, sind drei Stück. Schöne Spiralen. Hier sind deine Leutchen. Ach ja. Das ist ein guter Knotenpunkt hier. Okay. Da halten die sich also drin fest. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier meine einmachen mal. Grilli, Grilli. Okay. Dann die Katana. Gucken. Kommen sie. Aber was seid ihr denn? Stopp. Okay. Da ist nicht zu holen. Okay. Zwei? Heißt das, ich habe jetzt alle drei auf einmal? Nicht zu holen. Moment mal, eins. Hier ist noch einer. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Aha, drei. Okay, drei auf einmal. Geht's weiter? Ja, genau. Ich musste eben nur mal gucken, ob ich wieder auf Depausieren gedrückt habe. Das waren drei auf einmal eben. Das ist ja interessant. Da kann ich ja hier in Ruhe die Truhen. Und Moment, was ist denn hier los? Hinweis, Hütte im Sumpf. Hä? Hinweis, Hütte im Sumpf. Leute, es gibt wieder einen Hinweis. Hing an der Hütte im Sumpf. Achso, an der Hütte. Hey Leute, das Zeug in den Truhen ist für Notfälle gedacht. Und es ist für alle da. Also nehmt euch was, falls ihr was davon braucht. Und nehmt nur so viel ihr braucht. Wenn sie alle daran halten, dann klappt es auch. Fletcher? Fletcher? Ja, das, was ich brauche. Also hieß, war hier der Fletcher. Aber so, Moment mal, ist das der Vermisste? Ich müsste nochmal gucken. Was gibt's denn in der Truhe? Ich brauche nur das, was ich brauche. Feldknöte. Oh. Und Laborwasserflasche. Feldknöterich. So, ich nehme alles. Ich brauche es ja. Gut, schauen wir mal. Was haben wir hier? Oh, Bolzen und Pfeile. Ich habe genug davon, aber trotzdem. Ach ja. So, ich schätze mal, dass da oben wieder ganz viele sind. Und wenn nicht sogar wieder ein Schamane. Eine Posch, Posch, Klosch, Posch, Nosch, Rasch. Oder wie sie nicht alle heißen. Ja. Gucken wir erstmal, was hier so ist. Okay, 20 Minuten Brutto-Spielzeit schon vorbei. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier schaffe. Also bis hierhin komme. Wo geht's denn da weiter? Ja, das geht denn darum. Ah, da hinten ist auch nochmal. Ach, hier übrigens. Stopp mal. Der Seite ist auch noch ein Schitzi-Schatzi. Schitzi-Schatzi links von mir. Da war ich doch, ne? Da war ich, ja. Ich glaube, da war ich. Das war ja an der Wand dran. Ich glaube es jedenfalls. Speichern. Ja, das sieht ja hier gemütlich aus. Ach ja, und ein Schleifstein. Ich könnte mal was schleifen mal wieder. Das mache ich ihm auf. Eine Pfanne. Gucken, was der Pfanne ist. Ja, okay. Die ist über der Glut, da könnte man sich was. Und hier gibt es endlich mal eine Möglichkeit zu pennen. Ja,
Ja, war klar. Oh, du bist nur einer. Okay, ist mal weit genug weg. Und. Oh, oh. Ah, Knappinger. Speichern. Es wird bestimmt nur einer sein. Ne? Ja, schleift dann. Gucken wir doch mal mit unserem Bügelchen. Gucken. Warum nicht direkt, ne? Mhm. Okay. Da sind noch welche. Okidoki. Mal gucken, ob man hier so alles versteckedeit. Versteckedeit. Vermaledeit, Wasserfass, aber irgendein Kessel. Was kann man denn kochen? Gute Suppen? Wüsste es jetzt nicht. Nö, kann gar nichts kochen. Entweder habe ich nicht die Ingredienzien, aber ich habe auch kein Rezept. Es müsste nämlich hier ein Rezept sein. Irgendwie Flavor-Proviant hier? Nein. Okay, nicht lange schnacken. Katana in den Nacken des Orks schlagen. Oh, da ist er. Hier, da ist wieder so ein Ork-Schimpanse. Superklasse. So. Gucken. Wer wird denn aufmerksam von euch? Ja, alle. Alle. Na? Okay, nur du. Nur du. Nur du. Im Gummischuh. Was machst du? Ich bin eine Stufe gestiegen. Und da kommt wieder einer an. Oh, was mache ich denn jetzt? Das ist schwierig, weil ich jetzt nämlich wenig an Lebensenergie habe. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Oder ich probiere es einfach mal. Leute, echt knapp am Leben vorbeigeschrammt. Oder am Tod, besser gesagt. Speichern und essen. Yep, herrlich. Oh, habe ich dich eigentlich ausge... Habe ich dich? Nicht ja, natürlich. Ja, ich mache immer so eine kleine Dampfpause. Also mit meinem Dampfgerät. Also ich rauche ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich brauche trotzdem irgendwas, was mich so ein bisschen so an die Haptik ist. Und, ach ja, wenn wir schon davon reden, ich zeige euch mal, was ich an Symbol mir da drauf programmiert habe. Na los, zeig's an. So, vielleicht kann man das erkennen. Ja, die Schläfermaske. Das ist nur so am Rand. Na, also Gothic ist immer mit mir. Ich inhaliere es sozusagen. Wasserdampfbasis, ist gut. Okay, da hinten sind ja noch mehr. Oh, da sind ganz viele. Und noch ein Schimpanse. Das ist mir zu viel. Nein. Nicht zu viele. Kommt der Schimpanse hinterher? Nein. Okay, er wollte ausholen. Wie viel haben wir? 24. Okay. Minuten. Fotospielzeit. Ja. Die da hinten wurden wach. Also das sind ja unglaublich viele Leute. Okay. Aber wenn sie alle einzeln rauskommen, wie du, dann könnte ich das ja machen. Und wenn das so weitergeht, also dass ich es hier so lustig herauslösen kann und ne, dann werde ich das mal wieder mal im Schnellverfahren machen. Also nicht im Schnellverfahren sterben, sondern im Schnellverfahren hier die nicht zu holen. Stammeskriege. Oh, der hat noch ein Fell dabei gehabt. Und ne, machen wir das so? Okay. An dieser Stelle blende ich mich mal ein, weil da hinten ist nämlich ein Schamane, sind sogar zwei. Da
Aber er hier hinter den Zampack. Oh, oh. Oh, jetzt wird der andere aktiv. Müsste ein bisschen was einstecken. Und da kommt ein weiterer Stammeskrieger. Hoffentlich nur einer. Suppe, suppe, suppe. Das könnte klappen und es hat geklappt. Okay. Oh, oh. Goldener Ring, nimm ihn mir. So, wieder speichern und essen. Gibt an dieser Stelle wieder eine kleine Einblendung. Ich habe wieder zwei eliminieren können. Da müsste noch einer im Wasser irgendwo liegen. Ja, hier ist er wieder. Nur damit ihr seht, dass es hier weitergeht. Das ist natürlich noch eine ganze Masse zu machen. Und ich werde mich dann wieder hier hinstellen. Den zweiten Schaman habe ich nur ankratzen können und ich werde mal essen und speichern. Und dann schauen wir mal, wie wir das weitermachen können. Okay, wir sind schon... Ah, der Schaman ist immer noch angekratzt. Okay, das könnte ich jetzt wieder so machen. Kurz hingehen, ankratzen, bis die anderen kommen. Okay. Und abhauen. Und so hole ich mir die dann immer raus. Okay, bis ich die eliminiert habe. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Flüchtend. Kommt gar keiner hinter mir her. Ja, danke für euer Zusehen und ich stecke meine Waffe mal wieder weg und wir sehen uns in der nächsten Folge. Kommentar und Abonnenten und Daumen sind erwünscht. Tschüss!